Ich möchte dir heute eine Beilage zeigen, die deine Gäste begeistern werden beim Grillen. Sei gespannt, ganz einfach, nach meinem Intro geht es los. Beilagen gehören zum Grillen einfach dazu. Das kann ein Brot sein, das kann, weiß ich gar nicht, ja, Kartoffel-Wedges sein. Ich habe gehört, es gibt einen Griller, der kriegt die nie hin. Der bräuchte da vielleicht auch nochmal irgendwann mal Unterstützung von außerhalb. Das können aber auch, so wie heute, gefüllte kleine Snack-Paprika sein. Die möchte ich heute füllen. Wie? Ganz einfach. Mit einer geilen Frischkäse-Mozzarella-Mischung. Und zwar brauchen wir dazu, Mensch, wie könnte es anders sein, einen Frischkäse eures Vertrauens und ein bisschen Mozzarella eures Vertrauens. Dazu dann auch noch einen Barbecue-Rub. Ich nehme natürlich den von Traeger heute, den Veggie-Rub. Der kombiniert sich ganz gut mit den Frischkäse. Ihr könnt aber auch jeden anderen Rub nehmen, den ihr gerne möchtet. Das ist euch überlassen. Wie sagt Diva Q immer so gerne, it's my home und da mache ich, was ich möchte. Wenn du das bei dir gerne anders machen möchtest, dann darfst du das gerne tun. So, dann brauchen wir noch hinterher zum Glazen etwas Barbecue-Soße. Ich habe hier noch ein bisschen was über, die muss auch weg und alles wird besser mit Bacon, sagen die Sizzle Brothers. Hören wir doch mal auf die, oder? So, und jetzt würde ich sagen, liegt hier viel rum, fangen wir mal an. Ihr seht schon, gar nicht so viele Zutaten und doch ein bisschen was zu tun. Erstmal Handschuhe anziehen, ich mag es einfach nicht, ohne Handschuhe Lebensmittel zu verarbeiten. So, was habe ich aber noch vergessen, noch eine ganz wichtige Zutat, Getränk für den Grillmeister. Das darf nicht fehlen. Und jetzt würde ich einfach mal anfangen. Komm, trinkt einen Schluck Bier, kann er schon nicht mehr reden. Die Paprika, die schneiden wir jetzt in eine Hälfte. Verrückte Welt, machen wir mit der zweiten auch. Und mit der dritten und mit der vierten und mit der fünften und mit der sechsten. Also alle Paprikas einmal schön halbieren und dann schnappt ihr euch eine Schüssel für den Müll quasi und da kommt dann das weiße Zwischenhäutchen, das hört sich jetzt irgendwie so sexuell an, ja, ist egal, das wird rausgekratzt mit dem Löffel, kommt da rein und das machen wir jetzt mit allen Paprikas. Die Paprikas sind jetzt alle halbiert und gewaschen natürlich, nachdem ich sie ausgekratzt habe und von den Kernen befreit habe. Kommen wir jetzt zu, genau, der Füllung. Die geht, wie eben schon gesagt, recht einfach. Ihr braucht einfach nur Frischkäse. Ihr braucht etwas Mozzarella. Ihr könnt natürlich auch Gouda nehmen, ihr könnt auch Emmentaler nehmen oder. Das bleibt euch überlassen, welchen Käse ihr am liebsten nehmt. Auch mit Blauschimmelkäse könnte ich mir das sehr, sehr, sehr geil vorstellen. So, ja, ruhig noch ein bisschen mehr Käse. Ich nehme gleich noch das zweite Paket an Frischkäse mit dabei. Schadet nicht. Ganz im Gegenteil, kann ich mehr in die kleinen Paprikascheiße reinpacken. So, habe ich was vergessen? Ja, habe ich. Und zwar den Rub. Wie gesagt, der Veggie Rub von Traeger. Ich finde, der ist dafür genau richtig. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Gemüse-Rub vielleicht mal nehmen, den ihr so im Regal habt. So. Ja, und jetzt richtig, einfach nur ordentlich vermischen. Wenn die Creme so aussieht, nehmt ihr erstmal einen ordentlichen Schluck Bier, schmeißt euren Grill schon mal an
Der sollte im Übrigen 180 Grad haben. Bei 190 wird es auch funktionieren. So, wir brauchen den Bacon. Weil das ja Snack-Paprikas sind, nicht so ganz so groß, halbieren wir den Bacon. Und jetzt, wie könnte es wohl jetzt kommen? Jetzt schnappt ihr euch mit dem kleinen Löffel eure Frischkäse-Mozzarella-Wedge-Wrap-Mischung. Yes, das müsst ihr mal dreimal hintereinander sagen. Und schnappt euch eine halbe Scheibe Bacon und wickelt diese da drum herum. Dann sieht das irgendwie so aus. Legt das auf eine auf ein Backblech eures Vertrauens mal wieder und richtig, nehmt die zweite Paprika und so weiter und so weiter. Hier sind jetzt die kleinen Paprikas fertig auf meiner Grillschale und die kommen jetzt ab auf den Grill und da seht ihr meine Katze. Dem Stinker geht's gut. Na, jetzt hat er sich bewegt. Ui. So, der Grill ist jetzt bei 160 Grad angekommen. Reicht mir erstmal schon mal, um die Süßen hier drauf zu legen. Oberste, unterste Rost, das ist bei dem Ironwood XL völlig egal, weil die Wärme kommt von überall. Wenn ihr das auf einem Gasgrill oder auf einem Holzkohlegrill macht, dann richtet euch bitte eine indirekte Zone ein. Legt die Schale im indirekten Bereich und dreht auch so auf 180 Grad den Grill. Dann wird das was. Wann fange ich an zu glasen? Wenn es gut aussieht. Ich kann es nicht sagen. Wir werden es gleich sehen. Wie sieht das aus? Schon mal nicht schlecht. Wie könnte das besser aussehen? Genau, mit Barbecue-Soße drüber. So, und da gehen wir jetzt erstmal einen ordentlichen Schuss überall drüber. Und auch hier natürlich, ja, wenn ihr eine andere Barbecue-Soße nehmen möchtet, ja, hey, dann macht das einfach. Ja, it's your home. Das hier ist einfach nur eine Empfehlung von mir. So. Freunde, die Zeit ist abgelaufen. Da liegen sie. Kommt mal näher ran und schaut es euch an. Ich weiß ja nicht, aber das sieht doch wohl köstlich aus, oder? Sollen wir einen Anschnitt machen? Kommt, machen wir mal. Ja. Zack, Messer geholt. Schnipp, schnapp, schnupp. Und so sieht es von innen aus. Und jetzt würde ich mal sagen, reinbeißen und genießen. Freunde, das sieht doch wohl super aus. Und hier ist es auch. Und genauso müssen Paprika schmecken, finde ich. Ja? Ich weiß gar nicht, warum der liebe Gott das nicht sofort so gemacht hat. Ja, eine Paprika mit Frischkäse gefüllt und Bacon drumherum gewickelt. Hätte einiges erleichtert. Und Essen ist so schön. Und Grillen ist so schön. Leute, das ist so schön. Wenn es euch gefallen hat, Moment, Vollmond spricht man nicht. Aber jetzt, wenn es euch gefallen hat, bitte ein Daumen nach oben, ja, und auch noch ein Abo da lassen, weil damit wächst dieser Kanal. Wenn du dann noch die Glocke anmachst, dann profitierst du davon, weil dann bekommst du ständig neue Tipps von mir fürs Grillen. Ich muss noch mal so ein Ding wegsnacken und kannst damit deine Gäste begeistern. Und ich glaube, wenn du das machst, die kommen wieder, auf jeden Fall. Also, ich hoffe, ihr kommt auch wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Papa liebt Fleisch, Hammer, Barbecue. Übrigens, ihr dürft mir auch noch auf Insta folgen. Und jetzt sage ich mal, lecker.